Hallo Ladies und natürlich auch Männers. Ich diskriminiere auf meinem Kanal nicht. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Es ist die vierte und letzte Hogwarts-Hauswoche und ja, wer da noch fehlt, ist Gryffindor. Badam. Ja, so viel dazu. Schauen wir mal in die aktuelle Woche. Schlytherin ist immer noch cool und wie ich finde, neben Hufflepuff die bisher beste Hogwarts-Haus-Wochen-Deko. Und ich hoffe, das mit Gryffindor noch zu toppen, obwohl ich nicht ganz weiß, ob das klappt. Aber ich habe eine Idee. Aber bevor ich euch meine Pläne genauer erläutere, hole ich erstmal hier die Einlagen raus. So, natürlich. War ja klar, mein Today-Marker wieder vergessen. Na egal, so beiseite gelegt. Trophäe schaut. Ich hatte mir überlegt und die Überlegung ging sehr weit, denn ich habe bereits etwas ausgeschnitten. Ich hatte mir überlegt, einen Löwenkopf hier in die Mitte zu machen und den wollte ich noch mit meinen Acrylfarben ausmalen und wollte dann so mit meinen Stempeln so Gryffindor drüber schreiben und es sollte zum Schluss praktisch dann aussehen wie das Design auf einer Collegejacke. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich hätte dann quasi unten noch Harrys Rückennummer vom Quidditch mit drauf gestempelt und so. Und das sollte halt so ein bisschen cool und moderner werden. Aber ich verwerf diese Idee, weil ich beim Durchstöbern meiner Sachen und auf der Suche nach Inspiration mir diese Project Life Karte in die Finger geflattert ist. Die habe ich bekommen vom Phil, ein ziemlich cooler Typ übrigens, mit dem ich bald einen Planer-Swap habe. Und an dieser Stelle, hallo Phil, liebe Grüße an dich. Und ja, ich weiß ganz genau, dass sie vom Phil kommt, weil ich bisher keine Project Life Karten bekommen habe, halt außer vom Phil. Und hallo, da ist ein Löwenkopf drauf. Da schreit ja förmlich Gryffindor. Jetzt ist halt das Ding, dass hier dieser Rahmen, dieses Frame nicht so ganz griffy aussieht, weil es ist so türkis, Petrol. Und auch die Rückseite mit diesem grünen Schimmer und hier diesem grünen Blim. Ich finde es total geil. Ich finde diese Project Life Karte irgendwie mega cool. Aber ich werde die noch ein bisschen Gryffindoriger machen, habe ich vor. Und das heißt, es kommen quasi auf die Einlagen nur so ein bisschen farbige Akzente und die Project Life Karte wird dann eingeheftet und das wird hier hinten noch anders gestaltet. Hier kommt ein Spruch drauf und zwar der Spruch, ich habe mir extra aufgeschrieben, der sprechende Hut zu Gryffindor zu sagen hat, quasi. Also für die Leute, die es interessiert, die hier immer nur mein Handlettering sehen, das ist meine normale Schrift. Ja, es wäre nicht aufregend, ich weiß. Die sieht total langweilig aus, Mann. Ich wünschte, ich hätte eine richtig schöne Handschrift. Die hier ist eher, legen wir sie weg. Genau, und die kommt dann quasi, also der Spruch kommt dann quasi hinten drauf, sodass quasi immer, wenn ich das umblätter, den Löwenkopf habe und dann diesen Spruch. Genau, und ihr wisst, wenn man etwas erleben kann, etwas zu entdecken hat in meinen Dekorationen, dann bin ich dafür zu haben und dann finde ich das gut. Aber first things first, ich werde erstmal ein bisschen loslegen hier. Bevor ich das mache, runde ich schon mal die Ecken ab. Was muss, das muss. Manches kann man einfach nicht aufschieben, da ist halt so, Leute, kann man nichts machen. Ich bin übrigens ein bisschen übermüdet. Deswegen bin ich auch so ein bisschen lalala. Ja, es ist schon ziemlich spät. Und wie gesagt, mir ist halt jetzt erst diese Project Life Card in die Hände geflattert. Und ich hatte jetzt Bock, das zu machen. Jetzt und nicht irgendwann.
Sollte ich vielleicht mal überdenken. Außerdem habe ich habe mal, also ich bin prinzipiell in letzter Zeit nur noch über den Laptop meines Freundes unterwegs, der so lieb und süß ist und mir den für die Uni leiht, weil mein eigener Laptop, der ist nicht nur alt, der ist auch krank. Dem geht's nicht gut. Der hat seine besten Tage schon ganz, ganz, ganz lange hinter sich. Und der kackt mir halt ständig ab. Und das ist auch so ein Megakoloss. Oh, das ist ein übelstes Gerät. Und ja, jetzt war ich aber, weil ich etwas von meinem Rechner brauchte, was ich da mal abgespeichert habe, habe ich den mal aufgemacht und habe so ein bisschen rumgestöbert, habe mal ein paar alte Fotos angeguckt und schwelgte in nostalgischen Gefühlen. Und da fiel mir ein Ordner in die Hände, der da heißt Musik. Und ich dachte mir, oh cool, Musik. Oh, Leute, Musik. Der Ordner ist der Hammer, was da drin ist. Ich habe den kopiert auf dem Stick, damit ich den dann quasi auch am Rechner meines Freundes habe, um ein bisschen Mucke zu hören, wenn ich Laune habe, ne, und der Pöbel tanzen soll. Es ist so geil, was da drauf ist. Es sind 1600 irgendwas Titel, die ich darüber kopiert habe. Ich bin mega begeistert und ich habe unter anderem ein Best-of-Album von Savage Garden gefunden. Also ich weiß nicht, wie alt ihr jetzt seid. Savage Garden war in den 90ern, in den frühen 2000ern eigentlich eine ziemlich große Nummer aus Großbritannien, ja. Oh, und jetzt läuft hier oder lief quasi bis zu Beginn meines Videos nur so Zeug wie Truly, Madly, Deeply und To the Moon and Back. Und ich gehe hier mega ab und raste richtig hart aus. Und ich hatte ja mal erwähnt, dass ich auf dieser Karaoke-App Sing stehe und dass ich da regelmäßig ja, Songs aufnehme, weil ich der Meinung bin, meine Stimme, das muss man der Welt antun. Na, nicht nur, dass ich Videos mache, nein, das reicht mir nicht. Und ja, und habe da auch sofort was von Savage Garden mit irgendwem zusammen singen müssen. Es war einfach der Hammer. Richtig, richtig gut. So, und aber es sind noch viel, viel andere geile Sachen dabei. Kennt ihr noch das? Also, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Celine Dion hat mal ein Lied, ich glaube, sie hat sogar selber geschrieben, das heißt It's All Coming Back to Me Now, was ja für sich von Celine Dion schon mal ein mega geiler Song ist. Aber dieser Song wurde gecovert von Meat Loaf. Featuring Monica Raven, eine norwegische Sängerin, wenn mich nicht alles täuscht. Und dieses Duett ist mit eines der schönsten Duette, die jemals irgendwie gesungen wurden. Gibt es eigentlich noch so richtig Duette? Werden heutzutage noch Duette gesungen? Schade eigentlich. Ich sollte für mehr Duette. Und auch das befand sich quasi in besagtem Ordner und wurde von mir sofort rauf und runter gehört und stimmgewaltig unterstützt. An dieser Stelle einen lieben Gruß an meinen Freund, der das alles so tapfer erträgt, der immer so lieb ist und das überhört. Ja, der ist einfach gut. Ich habe einen sehr lieben und guten Freund. Einen ganz, ganz großartigen Schatz habe ich da. So. Mit dem Gold und dem Rot sieht das hier schon so ein bisschen weihnachtlich aus. Ja. Huch. Oh, was habe ich denn? Ja, so weit, so gut. Ich überlege, ob ich
noch Washi-Tape nutze. Irgendwie mein goldenes Washi. I don't know. Ich glaube, ohne Washi-Tape wird es ein bisschen langweilig. Ich habe ja auch geguckt, ich besitze ja kein einfarbiges rotes Washi-Tape, was mich ja schon ein bisschen ärgert. Aber ich besitze also dieses Stofftape, was ich eigentlich ziemlich cool fände, wenn das hier mit drin wäre. Aber ich glaube. Da kommt mein Freund angeschlurft. Hallo, Hasi. Nimmst du auf? Ja. Oh Mann. Hey, jetzt bist du mit drauf. Das musst du mit rausschneiden. Nein. Och Mann. Ich liebe dich. Heck du. So, da ist er auch schon wieder weg. Ja, jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde es dann für die Project Live-Karte später verwenden hier, ne? Und erstmal mit dem hier anfangen. Anfang suchen ist nicht meine Stärke. Oh, habe ich den Anfang gefunden? Oh, guck mal, einer an. Großartig. So. Ja, ach, ich nehme das jetzt einfach. Es wird schon werden. Das wird schon irgendwie. So, jo. Jedenfalls bin ich gerade voll auf Mucke. Riecht gut. Ja, gibt es sonst noch was zu erzählen? Ich hatte vorhin noch irgendwas im Kopf, was ich euch erzählen wollte. Keine Ahnung. So, mein Freund und ich gucken gerade Vikings. Und ich wollte auch schon lange meine Vikings-Deko machen und habe einfach keine Idee dazu. Ich weiß nicht, mir fällt da nichts ein, was ich da machen könnte. Oh, was mich eigentlich auch ein bisschen nervt. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Sagt doch mal. Sagt doch mal, was ihr haben wollt. Ob ich das hier oben abklebe? Ich wollte eigentlich hier so hier und hier oben. So Fähnchen machen, aber jetzt finde ich das irgendwie doof. So Fähnchen. Jetzt will ich das nicht mehr. Ach, ist doch Kacke. Leute, das ist doch Mist. Was soll denn das? Was mache ich da jetzt? Kurz sammeln und einfach machen. Ja, genau. Also wir gucken gerade Vikings und Vikings Deko fällt mir prinzipiell nicht ein. Ich finde Vikings ziemlich cool. Ich bin ja auch so ein Game of Thrones Fan und kann mich da auch gut in diese Wikinger Atmosphäre reinfühlen. Also ich mag das sehr, sehr gern. Aber was mir bei Vikings nicht gefällt, ist das Vikings-Logo. Wisst ihr, welches ich meine? Dieses V, was auf der anderen Seite, also was auf der einen Seite ganz gerade ist und auf der anderen irgendein Gebammel und Geschnörkel hat. Das gefällt mir nicht. Das finde ich irgendwie scheiße. Aber naja, vielleicht benutze ich das Tape trotzdem noch. Aber ob das dann nicht zu unruhig wird, so mit Streifen und Gezacke? Ja, ich werde dann nachher sehen. Ja, das Vikings-Logo finde ich hässlich. Ja, könnt ihr jetzt davon halten, was ihr wollt. Es ist nicht so ganz meins. Ja. Und Achtung, jetzt Spoiler-Alarm für alle diejenigen, die quasi noch nicht so weit sind. Die Jungs von Ragnar, die sind ja jetzt erwachsen. Ist der Ivar nicht
gruselig. Boah, so ein gruseliger Junge. Mann, 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 Mann. Ich finde, dem gehört mal gehörig eine runtergehauen. Naja, ich meine, die Mutter ist ja jetzt auch nicht unbedingt besser, obwohl, da finde ich, sind beide nicht ganz unschuldig, ne? Also ich bin ja auch eine derjenigen, die da sagt, Ragnar hätte Lagertar nie verlassen. Okay, ja, Ragnar hat Lagertar nicht verlassen. Lagertar hat Ragnar verlassen, aus gutem Grund. Er hätte einfach nicht mit Aslöök in der Kiste landen sollen, nicht? Das ist eigentlich der Punkt. Jo. So ist das jetzt. Und ja, aber ich meine, man muss ja die Story ein bisschen vorantreiben. Ne? Es muss ja ein bisschen was passieren. Die hätten ja das jetzt nicht einfach so lassen können. Dann wären sie nie von ihrem Hof runtergekommen und alles wäre mega langweilig und keiner würde diese Serie gucken. Aber ey. Aber es hat sich echt schon viel in dieser Serie getan, bei dem ich mir dachte, what the fuck? Was ist denn da los? Mann, Mann, Mann. Ich will dieses Tape. Ich komme davon nicht los. Ich will damit irgendwas machen. Oh. Mann, das hätte sich nämlich auch in der College-Jacken-Gryffindor-Deko gut gemacht. Finde ich. Oder? Was sagt ihr? Doch, das hätte sich da gut gemacht. Ach ja, das ist nicht zu viel. Es kann ruhig mal ein bisschen hier Farbe mit losgehen. So. Zack, zack. Ja. Wo wir gerade bei Eltern sind, die mit ihren Kindern irgendwie schlechte Erziehung und so, ne? Ich höre gerade ein Hörbuch von Sophie Seeberg, ja. Das heißt, die Janine hat nur schwere Knochen. Und das ist die Fortsetzung von die Jacqueline, Moment, jetzt muss ich mal nachgucken. Die Jacqueline irgendwas. Wie hieß denn das jetzt? So, Moment. Ich habe es gleich. Die Jacqueline ist voll hochbegabt, ey. Zwei außergewöhnlich gute Hörbücher hätte ich anfänglich nicht erwartet. Das sind quasi so Anekdoten aus dem Berufsalltag einer Familienpsychologin, die unter anderem so Gutachten für das Gericht erstellt. Und ja, es ist einfach mega lustig. Vielleicht nicht immer ganz, wie will ich sagen, politisch korrekt. Also was ist schon politisch korrekt? Aber es ist halt, naja, zum Schmunzeln. Aber es macht mega Spaß, dazu zu hören. Und ich finde, sie hätte, wenn sie nicht, Verzeihung, wenn sie nicht Therapeutin. Wenn sie nicht Psychologin geworden wäre, dann hätte sie durchaus Schriftstellerin werden können. Also sie hat einen ganz großartigen Humor und ja, das gefällt mir sehr gut an ihr. Und sonst sind halt die Themen, die sie anspricht und auch die Familien, die sie so vorstellt, das ist halt einfach unfassbar komisch, aber ganz oft
bin ich weniger am Lachen als mehr am Nachdenken. Es gibt so viele Missstände in deutschen Familien und es gibt vieles, wo man drüber schmunzeln kann, aber wenn man sich näher damit beschäftigt, wenn man mehr drüber nachdenkt, dann ist es eigentlich nur traurig, was teilweise so in Familien passiert. Und das erste Buch, da ging es tatsächlich so zum Großteil noch um, ich nenne es mal, Familien mit bildungsschwachem Hintergrund. Und im zweiten Buch geht es dann doch eher um Schicksale. Also ich meine, es geht in jeder Geschichte, die sie da erzählt, um Schicksale, aber es geht da teilweise auch um Schicksale der Eltern, was sie teilweise so in ihrer Kindheit durchlebt haben und mitgemacht haben und wie sich das auch jetzt quasi auf ihre Kinder auswirkt. Und das ist teilweise sehr, das nimmt einen mit. Ich bin sowas, mir geht es dabei ganz oft sehr schlecht. Ich habe schnell viel Mitgefühl für andere Menschen, bin ein sehr mitfühlender Mensch. Und das nimmt mich halt wirklich, das lässt mich nicht kalt. Aber es ist halt wahnsinnig interessant und ich finde, sie betrachtet vieles mit einem ganz angenehmen Humor, finde ich. Bin auch der Meinung, muss man machen. Ich kenne das von meiner Schwester, die arbeitet in einer karitativen Einrichtung, wenn man das so nennen kann, und betreut halt auch Menschen, die verschiedenste Hintergründe haben, aber sagen wir mal, die alle ein bisschen Probleme im Leben haben und Hilfe dabei brauchen. Und dafür ist dann halt meine Schwester da und kümmert sich, dass bei denen soweit alles läuft. Und die hat halt auch manchmal so Geschichten am Start, wo du denkst, wow, okay, krass. Menschen gibt's, die gibt's gar nicht. Und das Problem ist dann halt auch, professionell zu bleiben. Und den Menschen nicht das Gefühl zu geben, mein Gott, jetzt findet quasi schon die Hilfe die doof. Ne? Und also das ist äußerst schwierig und man muss das teilweise, muss man das ein bisschen mit Humor nehmen und muss da auch mal drüber lachen können. Und ich finde, die Autorin hat das eigentlich ganz treffend beschrieben. Und zwar so Seelenhygiene betreiben. Einfach mal sich das alles von der Seele lachen und auch mal ganz unprofessionell über diese Menschen reden, mit denen sie da zu tun haben. Einfach, um nicht verrückt zu werden. Ne? Es gibt auch Supervisionsgruppen, in denen man dann sich nicht nur Hilfe und mal einen guten Rat holt oder wo man sich auch mal was selbst von der Seele reden kann, wenn einem gerade ein Fall besonders beschäftigt. Oder auch, was ja auch vorkommt, man quasi mehr in diesem Fall eingebunden ist, als man eigentlich auf professioneller Ebene sein sollte. Das heißt, wenn einem das Schicksal dieser Familie näher geht oder man das Gefühl hat, dass man mit einem Elternteil sympathisiert und das nur aufgrund von, sagen wir mal, gemeinsamen Interessen oder einem gemeinsamen Geschmack. Ne? Da, wenn man jetzt zum Beispiel die Wohnung eines Elternteils betritt und dann sagt, oh ja, genau so ist bei mir auch eingerichtet und die Wohnung vom anderen Elternteil, denkt man sich, okay, gut, so würde ich meine Bude niemals, aber auch niemals, ne, gestalten, dann ist das auch schon sowas, dann kann man mit der einen Seite mehr anfangen als mit der anderen und diese Supervisionsgruppen helfen da halt beim Punkt und beim Thema zu bleiben und ja. Und ich finde, die Bücher sind toll und die kann ich euch nur empfehlen und ans Herz legen. So, jetzt habe ich hier mein Stofftape drauf und ich bin froh, dass ich es getan habe, weil ich finde es gut. So. So.
schnibbel die schnapp, ist es ab. So. So, 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 bitte. So, so. Was ich jetzt noch habe, ich weiß aber nicht, ob ich es nutzen werde. Ich habe mir so Dings ausgestanzt, so Punkte. Hier so rote und goldene. Aber wenn ich die hier gerade so liegen sehe, gefallen sie mir eigentlich ganz gut. Das, vielleicht benutze ich die und lasse sie so ein bisschen durch die Deko glittern und flittern. Ja, warum eigentlich nicht? Meine Bepunktung ist jetzt fertig. Huch, da ist ein bisschen Kleber rausgequollen unter diesem Punkt. Ja, und das bleibt so. Das ist Gryffindoric genug. Weil jetzt machen wir uns mal an die Project Life Karte. Oder mache ich vorher noch die Termine, tragen wir Termine ein. So, ich nutze dafür heute meine neuen Pilot Chosen Gel Stifte. Ja, ich habe mir jetzt so einen riesen Packen bestellt, weil ich meinen goldenen, silbernen und weißen richtig gut finde. Und ich hatte es auf Facebook schon angekündigt. Wenn ich meine 300 Abonnenten voll habe, kommt die nächste Verlosung und unter anderem verlose ich da quasi Gold, Silber und Weiß, also die nochmal hier diese Stifte, weil die schreiben auf Washi und die mag ich sehr gerne und ich finde, die geben angenehmes Schriftbild und die sind ganz dünn, damit kann man viel zeichnen und ja, also, die werden unter anderem in der Verlosung mit rausgeballert. So. Und ich fange einfach mal hier drüben an, weil ich hier drüben anfangen möchte. Ich bin so jemand, ich kann ohne Hilfslinie nicht zeichnen. Da stelle ich mich immer so doof an. Jetzt brauche ich eigentlich ein Lineal. Habe ich gerade nicht bei der Hand. Dann nehme ich einfach die Project Life Karte. Ich bin so doof. Ich habe mir verschrieben. Ach, ist doch kacke. Das muss ich jetzt irgendwie fixen. Aber wie? Wie mache ich das? Mache ich das vielleicht mit ein bisschen Washi-Tape, dass ich jetzt quasi so Streif drüber klebe, auf dem ich dann schreibe. Das wäre jetzt meine einzige Idee. Oh. Sowas nervt mich. Ich bin dann immer so konzentriert darauf, dass die Schrift halbwegs gut aussieht und dann verhunepiepel ich das, weil ich mich nicht auf die Buchstaben konzentriere. Ich bin ganz schön dumm manchmal.
mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich mache das später weiter. Ich denke einfach nach, während ich hier an meiner Project Live Karte sitze. So, und ja, die gestalte ich jetzt einfach mal, wie mir der Sinn steht. Tata, ihr Lieben, ich bin fertig. Hat auch lange genug gedauert. Ich habe das jetzt einfach mit Washi-Tape überklebt und finde es eigentlich ganz nett so. Meine Project Life-Karte sieht jetzt wie folgt aus. Gefällt mir eigentlich auch total gut. Und genau, auf der Rückseite ist halt der Gryffindor-Spruch. Leider habe ich nicht bedacht, dass da ein Loch rein muss und deswegen fehlt das R von Gryffindor, aber pff, das liest, glaube ich, eh keiner. Das ist einfach nur hübsches Beiwerk. Genau, und das wird dann, Moment, wie habe ich denn das gelocht? Hä? Habe ich Löcher vergessen? Anscheinend. Oder so? Nee, doch, ich habe es richtig gelocht. Genau, und zwar hier so mittig. Wird es dann sein? Ja, findet ihr auch, dass das so ein bisschen nach 20er Jahre aussieht? Ich finde, das hat so ein bisschen was 20er Jahre mäßiges. So Roaring Twenties. Haha, Roaring Twenties. Witzig. Ja, das wär's dann. Oder, warte, nein, ich pack's noch in den Philo. Ich pack's noch in den Philo und dann können wir uns das da angucken. Und dann können wir schauen, wie hübsch das alles ist. Und ja. Also ich muss auch mal sagen, dass es so ganz anders ist, als ich mir das vorgestellt habe. Aber auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Ich weiß halt auch nicht, ob meine College-Jacken-Deko so gut funktioniert hätte, wie ich mir das dachte oder wie es geplant war. Letztendlich bin ich froh, dass ich jetzt mal so eine Wischi-Waschi-Schauen-was-kommt-Deko gemacht habe und dafür gefällt die mir einfach mega gut. Hm? Ist doch nett, oder? Jo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Lasst euch überraschen, es gibt nochmal Harry Potter, aber ihr werdet sehen was. Und ich habe mir schon was Besonderes für diese Deko überlegt und freue mich da echt mega dolle drauf. Dann bis die Tage. Tschaußen, Klausen.